Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im siebten Monat. Wir sind im siebten Monat. Die 25. Schwangerschaftswoche hat begonnen. Ich muss sagen, ich bin jetzt an diesem Drehtag, wirklich an Tag 1 der 25. Schwangerschaftswoche. Mal auch eine Bandbreite. Von daher ja, ist heute wirklich der erste Tag vom siebten Monat. Und siebter Monat. Vorbeugen geht nicht so gut. Klingt richtig gut. cm. In etwa so groß wie eine handelsübliche 1 Liter Wasserflasche ist unser Engelchen jetzt schon, wäre es ausgestreckt. Ist das nicht Wahnsinn, wie viel 33 cm sind? Die liegen jetzt hier drin zusammengekugelt. Unsere Gebärmutter ist in etwa so groß wie ein Fußball. Das ist jetzt dieser klassische Fußball unterm Pulli, den wir so mit uns rumtragen. Um die 700 Gramm. So bis zu 700 Gramm, je nachdem. Ich bin jetzt ganz am Anfang der Woche. Mein Engelchen wird jetzt noch nicht so groß sein, noch nicht so schwer sein. Aber ja. In den tieferen Hautschichten bilden sich die Kapillargefäße. Das heißt, jetzt werden auch die tieferen Hautschichten mit Blut versorgt. Es können sich die Fettdepots bilden. Die Haut wird rosiger, wächst, gedeiht und wird jetzt halt auch langsam kräftiger. Ein bisschen Fettgewebe, unser kleiner Schatz in uns. Bei mir kommt jetzt langsam die Vorfreude auf. Ich habe noch nichts besorgt. Ihr wisst ja, ich habe aus den anderen Schwangerschaften nichts übrig behalten, weil ich einfach mit Babywunsch Nummer 5 und jetzt auch mit der Schwangerschaft, also mit dem Babywunsch an sich, überhaupt nicht gerechnet habe. Das heißt, irgendwann würde ich dann mal, das machen wir aber auch gemeinsam, anfangen, mich zusammenzusuchen und zusammen zu organisieren. Bis jetzt haben wir noch gar nichts fürs Baby, kein Beistellbett, nichts. Ja? Aber ich merke gerade, siebter Monat, so langsam. Ich warte mal auf meinen natürlichen Nestbau, wenn der losgeht. Und dann machen wir das zusammen, dann macht das nämlich richtig Spaß. Ja, und bis dahin. So ein bisschen können wir das Thema schon mal entspannen, falls du schon ohne den Nestbau, ohne diesen Drang, alles kaufen und besorgen und einrichten zu wollen, schon denkst, oh, ich muss aber, wir müssen gar nichts, ihr Lieben. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Sachen schnell verfügbar sind. Es ist überhaupt kein Problem. Dieses zu früh, zu vorbereitet sein, wenn es Spaß macht, ja. Und wenn es nicht Spaß macht, haben wir dafür auch noch Zeit. So, ich bin diese Woche mit Kopfschmerzen relativ doll unterwegs und sie kommen, sie gehen, sie kommen, sie gehen. Kopfschmerzen sind klassische Schwangerschaftsbeschwerden, die können unterschiedliche Ursachen haben. Ganz wichtig nur, wenn du Kopfschmerzen hast in der Schwangerschaft und sie gehen nicht weg und sie sind stark und sie sind mit Übelkeit, Erbrechen. Und das wird halt schwer zu trennen, weil viele Frauen haben Übelkeit und Erbrechen und deswegen Kopfschmerzen oder sie haben Kopfschmerzen und daraus entsteht Übelkeit, Entbrechen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Kopfschmerzen zu groß sind, zu stark sind, können sie ein Warnsignal sein, eben für Schwangerschaftsvergiftungen oder auch für andere schwerere Krankheiten. Deswegen bei einem zu starken Kopfschmerz, der zu lange bleibt, gerne zum Frauenarzt gehen. Ansonsten, also ich war gestern beim Organscreening und ich habe hier ein kleines Video, ich habe nicht viel aufgenommen. Wir können kurz reinschauen in das Video. Und da habe ich mich gewundert. Ja, wie gesagt, ich habe nicht viel aufgenommen. Das Organscreening, da haben wir ja schon groß drüber gesprochen. In dem folgenden Video, das ich da jetzt verlinke hier, geht es ja darum, festzustellen, ob das Kind nicht, ob es genetisch gesund ist, sondern ob die Organe gesund sind, ob das Herz stabil ist und alles. Wenn man da jetzt einen Fehler finden würde, könnte man dem Baby dann nach der Geburt direkt mit einer Operation helfen. Aber mein kleiner Schatz ist zumindest so weit erstmal gesund. Das ist eine sehr, sehr schöne Nachricht, sehr gute Nachricht. Organscreening, ich bin jetzt irgendwie vom Faden abgekommen, aber da reden wir jetzt kurz drüber. Wenn du einen Termin, den hast du dir ja dann rechtzeitig schon gemacht. Und da ist ja jetzt dieses Zeitfenster gerade. Und ja,
Es ist was Besonderes. Viele können dann auch schon das Gesicht ihres Babys sehen. Bei uns war das nicht der Fall. Der Kleine lag mit dem Kopf nach unten und dann, nachdem wir schon 1,5 Stunden im Wartezimmer gewartet hatten und dann der Kleine so lag, so sein Gesicht versteckt hat, hat uns zwar der Arzt netterweise angeboten, dass wir einmal am Block gehen können und dann noch mal wiederkommen können, ob er dann besser liegt. Und dann habe ich aber auch gesagt, nee. Also das Gesichtchen haben wir jetzt nicht sehen können. Aber kleiner Hinweis, solltest du das Gesicht deines Engelchen sehen, das ist dein erstes Kind und du hast das noch nie durchgemacht. Ich sage dir, das ist wirklich das Gesicht nach der Geburt. Also das ist schon faszinierend ähnlich. Wir müssen uns jetzt überraschen lassen. So. Aber jedenfalls habe ich mit dem guten Onkel Doktor, der ja nicht mein Frauenarzt eigentlich ist, aber ich habe mit ihm über den Kopfschmerz geredet. Und er hat zumindest Schwangerschaftsvergiftung und so weiter ausgeschlossen und hat mir aber erklärt, und das hatte ich total vergessen, unser Fruchtwasser erneuert sich ja alle 3 Stunden. Wir brauchen Flüssigkeit. Wenn wir zu wenig trinken, ist das allererste, was der Körper macht, mit Kopfschmerzen reagieren. Und ich habe definitiv zu wenig getrunken die letzten Wochen. Ich kümmere mich eigentlich gar nicht so richtig ums Trinken. Ich trinke zwar viel über den Tag verteilt, aber da ist auch viel Tee dabei mit Koffein. Also es ist, ja, da ist auch mal eine Cola dabei. Ich will eigentlich Vorbild sein. Macht mir das mit der Cola Light bitte nicht nach, das ist sehr ungesund. Aber ich nehme mir immer nicht so vor, so wirklich doll Wasser zu trinken. Ich lasse mich da immer von meinem Gefühl leiten, von meinem Durstgefühl, merke aber auch, dass ich jetzt an meine Grenzen komme. Das ist ohne Schwangerschaft völlig in Ordnung. Das ist ein wunderbarer Einklang. Aber innerhalb der Schwangerschaft sollten wir schon deutlich mehr trinken. Also Wasser, also Flüssigkeiten. Ja. Und da hinke ich ein bisschen hinterher und jetzt strenge ich mich ein bisschen mehr an. Ja. Aber die Kopfschmerzen, auch niedriger Blutdruck, können auch ein Grund für Kopfschmerzen sein oder auch Überlastung, ja. Unser Körper kommt ja immer wieder in einen Zustand, wo er sich einfach überlastet fühlt von Sachen, die sonst eigentlich total entspannt gelingen. Gewicht wächst und zack, ist schon wieder eine neue Kleinigkeit neu belastend, was letzte Woche noch wunderbar ging. Also einen Gang zurückschalten, ganz viel trinken und dann der Blutzuckerspiegel, der sollte schön gleichmäßig sein. Wenn wir jetzt irgendwelche uns zu süß ernähren und der kracht danach in den Keller, so ein ganz niedriger Blutzuckerspiegel kann auch für Kopfschmerzen verantwortlich sein. Also wenn du auch gerade diese Kopfschmerzen hast, das allererste, nachdem alles abgeklärt ist, ist viel trinken. Eisenmangel. Wir sind ja auch Team Eisenmangel hier. Auch Kopfschmerzen auslösen. Also ich denke, da kommen so viele Faktoren zusammen und die letzte Woche war schon mühsam, was dieses Drücken angeht und auch jetzt ist gerade aktuell da. Medikamente bei Kopfschmerzen. Meine Frauenärztin hat mir dann gesagt, wenn es nicht anders geht, Paracetamol, aber das müsste schon einmal abgeklärt werden. Nicht jede Schwangere kann Medikamente nehmen und auch nicht jede kann alle nehmen. So, Paracetamol wäre dann noch das Medikament der Wahl, aber lieber einmal auf Nummer sicher gehen. Ich habe mir jetzt so in meinem Hinterkopf gesagt, bis heute Abend halte ich es noch aus. Wenn dann der Kopfschmerz noch da ist, würde ich vielleicht eine halbe Paracetamol nehmen. Aber vielleicht schaffe ich es ja auch ohne. Frische Luft, Bewegung, all das hoffe ich, das wirkt. Das Problem ist mit dem Eisenpräparat. Wenn wir einen Eisenmangel haben, bei mir wurde ja ein Eisenmangel festgestellt, dann ist es wirklich wichtig, relativ schnell zu reagieren, denn es dauert an die 7 Tage, bis das Eisen wirklich vom Körper aufgenommen wird. Also wird es natürlich sofort aufgenommen, aber bis es sich einlagern kann. Das heißt, da hinken wir einen ganzen Schritt hinterher. Also, wenn Kopfschmerzen von Eisenmangel kommt und du nimmst jetzt ein Eisenmedikament, ist der Kopfschmerz nicht sofort behoben. Es dauert, bis der Körper anfängt, das anzunehmen, umzusetzen, weiterzugeben. Ja, so, ich trinke jetzt erstmal. Ich trinke jetzt erstmal mein Baby.
zum Thema Kopfschmerzen wäre natürlich auch hilfreich, ausreichend zu schlafen. Wenn ich nämlich ganz ehrlich zu mir bin, dann habe ich jetzt auch viele Abende spät Serie geschaut. Wir sind gerade im Better Call Saul Fieber. Es macht halt auch wirklich, also wir können nicht früh schlafen gehen, es geht halt einfach nicht. Ich muss morgens aber früh raus. Also wenn du in den Insta-Stories dabei bist, dann kennst du ja diesen Spagat, den ich da immer mache. Viel zu wenig Schlaf, viel zu unausgeschlafen und abends dann natürlich aber total neugierig, wie es weitergeht. Das ist eine ganz furchtbare Kombination, kann ich nur von abraten. Aber natürlich unterstützt das Kopfschmerzen auch, unausgeschlafen zu sein. Also ich bin jetzt am Überlegen zwischen an die frische Luft gehen, ganz viel Wasser trinken, was mit Koffein trinken oder vielleicht einfach schlafen gehen eine halbe Stunde. So oder so, irgendwas müssen wir machen, damit die Kopfschmerzen weggehen. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder. Gemeinsam sind wir kugelrund. Ciao. Tschüss. Ja.